Heute in Nano Spezial: Trinkwasser zwischen Menschenrecht und Milliardenmarkt. Schwitzen, trinken, denken, die richtige Kombination ist entscheidend. Härtetest: Wie viel Wasser kann man trinken? Der ganze Tag dreht sich heute in Dreisat um das Wasser. Als Säuglinge bestehen wir zu 90% aus Wasser, als ältere Menschen immerhin noch zu 60%. Wasser ist überlebenswichtig. Ohne halten wir maximal 4 Tage durch. Wasser ist aber auch ein Politikum und immer ein Milliardengeschäft. Besonders deutlich zeichnet sich dies gerade in der EU ab. Aus der Wasserversorgung durch Städte und Gemeinden soll Big Business werden. Willkommen zu einem Nano-Spezial über unser Element. Wasser ist nicht nur H2O, Wasser ist Leben. Zugang zu Wasser ist von der UN zum Menschenrecht erklärt worden. In Deutschland gehört Wasser zumeist den Städten und Gemeinden, also uns allen. Noch. Denn das könnte sich schon bald ändern, mit drastischen Folgen auch für Deutschland. Die EU-Kommission in Brüssel holt zum großen Schlag aus. Der neue Richtlinienvorschlag für Konzessionsvergabe versteckt geschickt die Forderung, dass im Bereich der Wasserversorgung eine Marktöffnung erfolgen müsse. Aber was heißt das? Heide Rühle, die Wasserexpertin der Europäischen Grünen, hat den Vorschlag genau studiert. Sie glaubt, dass die Kommission kurz davor ist, ihr Ziel zu erreichen: Wasserprivatisierung. Die Konzessionsrichtlinie macht das nicht direkt, die öffnet nicht direkt der Wasserprivatisierung die Tür, sie macht das durch die Hintertür. Also sie öffnet Millimeter für Millimeter die Möglichkeit, dass Private in den Markt gehen, also dass der Markt geöffnet wird und dass Private Zugang zu dem Markt haben. Wir fragen nach. Der EU-Kommissar Michel Barnier sagt, seine Richtlinie wolle nur den Markt neu ordnen. Eine Wasserprivatisierung sieht er nicht. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Und warum brauchen wir dann die Richtlinie? Weil wir Regeln brauchen. Jede deutsche Kommune wird weiterhin über ihr Wasser entscheiden können. Jetzt aber geben wir ihr die Möglichkeit, das Wasser auch einem privaten Partner anzuvertrauen. Jetzt wird auch das geregelt, zum Wohl des Verbrauchers. Also doch, Wasserlizenzen sollen europaweit ausgeschrieben werden. Dann aber kommen die privaten Partner zum Zug. Denn mit den Dumpingangeboten der großen Konzerne kann kein kommunaler Betrieb konkurrieren. Dabei wollen 82% der Deutschen, dass die Städte und Gemeinden die Wasserversorgung organisieren. Einige Städte und Kommunen machen einzelne Privatisierungen sogar schon wieder rückgängig. Beispiel Berlin. 1999 wurden die Wasserbetriebe teilprivatisiert. Nach Massenprotesten hat die Stadt jetzt begonnen, Anteile zurückzukaufen. Ein teurer Weg, doch ein erster Erfolg für diese Bürgerinitiative. Aber die neue Strategie der EU-Kommission könnte diese Idee zunichte machen. Die neue Richtlinie der EU bedeutet, alles unter Privatisierungsdruck zu stellen. Und die Berliner Erfahrung zeigt, dass auch eine Teilprivatisierung, ein sogenanntes öffentlich-privates Partnerschaftsgeschäft, in Wirklichkeit nur den Privaten nützt. Die haben die Rendite garantiert und wir bezahlen. Für private Investoren ist Wasser ein Gut wie Strom oder Gold. Denn Wasser ist Spekulationsobjekt. Wasser ist ein Wirtschaftsgut. Auf eine dreistellige Milliardenhöhe schätzen Analysten den Wassermarkt in der EU. Und sie wollen ihn haben. Großkonzerne wie Thames Water oder Veolia, aber auch deutsche Konzerne wie RWE und Gelsenwasser warten nur darauf, dass privatisiert wird. Wasserprivatisierung hat allerdings selten die versprochenen Effekte. Das bestätigt eine Studie der Universität Barcelona von 2010. Darin gibt es Hinweise, dass nach der Privatisierung mancherorts die Wasserqualität gesunken sei. Vor allem aber, es wird nicht billiger. Zitat: Wir können keinen Effekt nachweisen, dass private Wasserproduktion kostengünstiger ist. Die Versprechungen, die immer mit Wasserprivatisierungen einhergehen, besserer Service, sinkende Preise, werden so gut wie nie eingehalten. Ganz im Gegenteil. Es gibt eher die Tendenz zu steigenden Preisen und die versprochenen Investitionen ins Wassernetz werden so gut wie nie Realität. Denn Geld für den teuren Leitungsbau passt nicht zum schnellen Gewinn. Beispiele wie London oder Bordeaux zeigen: Rohre verrotten. Schmutz dringt ins Trinkwasser. Oft geben die Gesellschaften dann Chlor oder Ähnliches hinzu, um die Hygiene zu halten. Warum entscheidet die EU-Kommission gegen den Willen der europäischen Bevölkerung?
Auf was für Gutachten stützt sie sich? Mit wem spricht sie hinter diesen Fenstern? Zum Beispiel mit Ihnen, mit der Steering Group, eine Expertengruppe, die die EU-Kommission in Fragen der Wasserpolitik berät. Die Teilnehmerliste ist erstaunlich. Darin sitzen hauptsächlich Vertreter der Wasserindustrie und verwandter Industriebereiche. Wir konfrontieren Michel Barnier mit der Liste. I'm sorry, that's CEO Abengoa Water, Suez Environment, Hans Grohe GmbH, IBM, Director of the WDF, European Investment Bank, Private Equity Fund, going on. Diese Expertengruppe habe ich nicht persönlich zusammengestellt. Aber wenn Sie von mir hören wollen, dass unsere Expertengruppen ausgeglichener besetzt sein sollten, gebe ich Ihnen gerne recht. Wasser ein Menschenrecht oder Wasser ein Milliardengeschäft? Geht es nach den Entscheidern in Brüssel, soll Wasser in Zukunft mehr den Konzernen gehören und weniger uns allen. Vielleicht geht der Vorwurf zu weit, dass die EU die Wirtschaft mit ihren Plänen zur Privatisierung des Wassermarktes regelrecht bedient. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, warum die überlebenswichtige und daher zu Recht hoheitliche Aufgabe der Wasserversorgung immer stärker in private Hände gelegt werden soll. Fragwürdig ist auch der Weg, eine so wichtige Veränderung im Kleingedruckten einer Richtlinie zu verstecken.